In dieser Folge gehen wir auf ein Thema ein, was für jeden mega wichtig ist, der Immobilien kauft: Finanzierung. Finanzierung hat sich ja mega viel geändert. Wir haben neue Marktsituationen, neue Zinsen, neue Marktchancen, aber auch Risiken. Und in dieser Folge gehen wir darauf ein, was es für Möglichkeiten gibt. Ich beantworte die häufigsten Fragen und vor allem werde ich jetzt mit einem Finanzierungsexperten ein Webinar drehen. Und wenn du dazu Fragen hast oder wenn du Fragen allgemein zur Finanzierung hast, dann kannst du mir jetzt gerne stellen. Die kann ich gerne weiterreichen, werden wir da beantworten. Und ein spannendes Thema habe ich noch in der Folge nicht beantwortet. Das wirst du aber noch in der nächsten Folge hören. Finanzierungsart: rollierendes Eigenkapital. Das ist ein Punkt, den habe ich leider zeitlich nicht geschafft zu beantworten. Werde ich aber nachholen. Sei gespannt. Viel Spaß bei dieser Folge und bis bald. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir möchten noch einmal zum Thema Finanzierung von Immobilien nochmal eingehen. Das ist ein Thema, wird ja immer wichtiger. Du hast ja immer zwei Kernthemen. Du brauchst die Immobilie, du brauchst das Geld. Ist ganz klar. Also das eine und das andere sind so miteinander verwandt, verschwägert und verbundelt, du kannst das eine nicht ohne dem anderen machen. Jetzt haben wir ja, wie wahrscheinlich auch jeder von euch das weiß, ein Zinsniveau, was ja bis vor ein paar Jahren ja sich hätte keiner vorstellen können. Also wir haben eine Zinsphase gehabt bei 0,1x% und das gab es noch nie, ist historisch tief, 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 wird es auch meines Erachtens nie wieder geben, dass der Zins doch einmal so weit runter geht. Jetzt haben nun alle Leute oder alle, die sich an diesen Zins gewöhnt haben oder in diesen Markt eingestiegen sind und vielleicht den Markt davor gar nicht kannten, ja, die haben erstmal Schwierigkeiten. Die müssen sich umgestalten, die müssen sich umgewöhnen. Das ist eine Sache. Die zweite Sache ist noch dabei: Bewertungen, Einwertungen und Werte werden ermittelt auf historischen Werten. Es ist per Default so. Also du kannst ja nur sagen, der Grundstücksmarktbericht ist in der Regel alle 2 Jahre, kommt er raus und basiert auf dem vor 2 Jahren. Das heißt also, der hat im schlimmsten Fall ein Gap von 3 bis vielleicht sogar 4 Jahren. Jetzt gibt es Grundstücksmarktberichte auch in größeren Städten, die kommen jährlich raus zum Beispiel, basieren auf dem Vorjahr. Das heißt, wir reden über ein Gap von 2 Jahren. Vor 2 Jahren war der Zins bei 0 oder 1, vielleicht aber eine ganz schlechte war 2%, heute ist er bei 4, 4,5. Das heißt also, die Werte, die man daraus erzielen kann oder ableiten kann, stimmen so nicht. Und das macht natürlich den Markt komplexer. Das macht auch den Markt für Amateure schwerer. Und Amateur ist jetzt auch nicht despektierlich gemeint, also verstehe mich jetzt nicht falsch. Aber wer jetzt sein Haus das erste Mal in seinem Leben verkauft oder vielleicht das zweite Mal in seinem Leben eine Immobilie verkauft und am besten noch irgendein Bewertungstool bei irgendeinem Online-Portal laufen lässt, der kriegt Werte raus. Ja, die hast du vielleicht mal gekriegt vor, als 0,x Zinsen üblich waren, aber nicht mehr heute. Und klar, die sind, also wenn man die Portale kennt oder wenn man die weiß, das sind eigentlich Lead-Generatoren, die kaufen die Daten ein, verkaufen die wieder an andere verkaufswillige Makler zum Beispiel. Und deswegen gibt es halt Werte, die per se immer höher sind als reale Wert. Aber das ist ein anderes Thema, darum geht es heute nicht. Wir gehen ja auf das Thema Finanzierung ein. Daher ist das also echt ein komplexes Thema. Und was soll ich hier sagen? Ich möchte jetzt ja nicht vielleicht erzählen, wie weise und vorausschauend ich halt schon war. Aber ich habe einfach mal geschaut, ich habe gewusst, ich habe schon mal ein paar Folgen dazu gemacht zu Finanzierungen. Und auch in diesem Podcast kannst du dir die Folgen mal anschauen. Ich habe in der Folge 24 und 25 ging es um das Thema Finanzierung. Einmal allgemein Thema Finanzierung und der aktuelle Trend.
Hab geguckt, die habe ich veröffentlicht hier bei Apple Podcasts im Dezember 21. Aufgenommen habe ich die aber im Sommer 21. Also ich weiß nicht genau wann. Die Folge war auch eine Insta-Live-Folge und den Ton habe ich eigentlich hier beim Podcast dann quasi extrahiert und reingestellt. Und ich weiß auf jeden Fall noch ziemlich genau, da habe ich einen super Deal abgeschlossen. War ich am Weg nach Düsseldorf und ich habe während der Autofahrt, also das Video oder die Tonspur daraus, letztendlich für den Podcast entstanden, als ich vom Büro aus Essen nach Düsseldorf gefahren bin, zum Medienhafen. Da habe ich mich mit ein paar Kunden getroffen, um einen sehr, sehr spannenden Immobilien-Deal abzuschließen. Aus der Schweiz kam ich extra eingeflogen, bei dem Hyatt. Und auf dem Weg dahin habe ich das einfach mal Kamera laufen lassen, dachte, einfach live gegangen und habe das Video danach gesaved und dann die Tonspur quasi extrahiert. Und da habe ich dir schon gesagt, wie gesagt, Sommer 21 habe ich mich zum Trend geäußert, wie es aussieht in Randlagen, erweiterten Speckgürtel, aber wirklich erweiterten Speckgürtel, also alles, was so B- bis C-Lagen sind, hochpreisig zu kaufen. Und da habe ich dir schon gesagt, dass es aus meiner Sicht zwei riesen Gefahren gibt. Das eine ist ja, die Idee ist, wenn du zum Beispiel sagst, Düsseldorf ist ein riesenguter Markt, ist er definitiv, aber ich könnte ja vielleicht kaufen, indem ich die S-Bahn-Linien abfahre, im Umkreis von 20 Minuten Fahrzeit, was ja für einen Arbeitsweg ja jetzt kein langer Weg ist, also ist, denke mal, für jeden machbar, 20 Minuten pro Strecke ist realistisch, wirst du vielleicht auch haben, vielleicht sogar mehr. Und dann gucke ich halt die S-Bahn-Station nach, wir hatten im Umkreis 20 Kilometern, und dann an dieser S-Bahn-Station, die am besten irgendwo in der Pampa oder halt möglichst weit außerhalb ist, genau da im Umkreis, fußläufig, kaufe ich zum Beispiel etwas. Und dann kann ich das ja verkaufen, wenn ich sagen kann, du bist in 20 Minuten in Düsseldorf City, das heißt, du kannst deinen Job in Düsseldorf antreten und du bist in 20 Minuten in Düsseldorf. Ich muss jetzt gerade an die Rede von Stoiber denken, ich weiß nicht, ob du die noch vor Augen hast, als er den Transrapid in München erklärt hatte. Ja, auf jeden Fall habe ich da schon geäußert, dass ich da Bedenken habe, weil die Bahn ja auch Strecken schließt, Bahnhöfe schließt. Die Bahn ist ja mittlerweile schon ein paar Tage her, ist ja auch ein Unternehmen, was wirtschaftlich denken muss. Also ist immer noch staatlich, aber die müssen irgendwie auch schon irgendwie gucken, dass sie nicht mehr so viel Verluste einfahren. Da gab es auch, als damals der Medorn damals übernommen hatte bei der Bahn, er hat ja auch radikal Bahnhöfe geschlossen. Das heißt, habe ich einmal zu einem gesagt, du musst überlegen, wenn der Bahnhof geschlossen wird, ist seine Geschäftsgrundlage weg. Das war Punkt 1 und Punkt 2, und da komme ich jetzt nicht dran auf zu der jetzigen Folge, hatte ich ja gesagt, was machst du, wenn der Zins steigt und du musst refinanzieren. Und jetzt hast du das Ding teuer gekauft, weil du ja sagst, komm, ich habe jetzt 20 Minuten Fahrzeit nach Düsseldorf, München, Frankfurt, also ne, name it, wie du es willst. Genau, und was ist passiert? Der Zins, also die Folge ist aus 21 wohlgemerkt, heute haben wir Ende 23, damals waren wir bei 0, eine hohe 0, eine kleine 1 hattest du gehabt, so, das war so der Zins, also unter 1,5 auf jeden Fall. Heute kriegst du eine 4,5, 4,3, 4,7, je nachdem, welche Bank, wie die Rahmenbedingungen aussehen, mit EK und so weiter. So, ich will jetzt mich nicht selbst beweihräuchern, aber ich habe damals schon gesagt, dass der Zins steigen wird. Und wenn du jetzt 10 Jahre festgeschrieben hast, musst ja sehr wahrscheinlich, also ich gehe mal davon aus, dass du nicht volltägst über 10 Jahre, wirst du nachfinanzieren müssen. Das heißt, das Thema Finanzierung wird für dich, oder nein, nicht wird, es ist immer elementar wichtig. Bei Immobilien, es ist immer elementar wichtig. Der Grundgedanke ist ja einfach, dass du die Immobilie immer finanzierst, möglichst hoch. Du kannst den Zins bei der V&V, also Vermietung, Verpachtung, Verkauf, oder Vermietung, Verpachtung in dem Fall, zu 100% abschreiben, das heißt, der Zins ist ja gar nicht so dein Feind, nur bei Eigennutz ist er dein Feind. Das heißt, es ist immer sinnvoll, eine hoch belastete Immobilie zu haben oder eine abbezahlte Immobilie mit einem leeren Grundbuch, die du quasi als Sicherheit hinterlegen kannst. Das sind verschiedene Taktiken, da will ich jetzt auch gar nicht drauf eingehen, wir sind jetzt beim Thema Finanzierung heute. Aber Finanzierung, würde ich fast sagen, ist, ich will nicht sagen, wichtiger als je, weil das hört sich so nach so einem Bild, so Überschrift, so, wichtiger als je und so weiter. Nein, ich will jetzt nicht hier so, nicht so catchy Überschriften hier reinhauen. Aber wie gesagt, du brauchst beides. Du brauchst die Immobilie, du brauchst Finanzierung.
Wenn du eins von beiden hast, dann hast du keinen Deal. Also die geilste Immobilie nützt nichts, wenn du nicht finanziert kriegst. Und die beste Finanzierung nützt nichts, wenn du keinen Deal dafür hast. Also wenn du die nicht verwandeln kannst. So, daher habe ich jetzt eine richtig coole Sache. Und zwar mache ich jetzt mit einem richtigen Finanzierungsexperten einen richtig geilen Special Deep Dive Talk. Es kommt einer, aus meiner Sicht, einer der kompetentesten Finanzierer, die ich persönlich kenne. Ich kann ja nur für mich sprechen, damit du vielleicht das einwerten kannst für dich. Wenn du jetzt diese Podcast-Folge hörst, gehe ich davon aus, dass du vielleicht schon ein oder zwei Sachen von mir gesehen hast oder konsumiert hast. Also ich betreibe unter anderem mein Immobilienbüro. Wir haben ein Maklerteam. Wir stehen für einen schnellen Verkauf und rechtssicheren Verkauf, machen das im Ruhrgebiet. Wir werden regelmäßig ausgezeichnet. Ich weiß nicht, wenn du das im YouTube siehst oder Podcast siehst, mal gucken, ob er rüberschwenkt. Ne, kriege ich nicht hin. Ich bin nämlich gerade im Büro. Wir werden dafür regelmäßig ausgezeichnet. Es gibt ein paar Auszeichnungen, die sind so Standard wie Focus, Bellevue und so weiter. Da sind so, ich will nicht sagen 0815, aber die haben nicht viel Aussagekraft. Besonders stolz bin ich auf die Auszeichnung von Chip. Also Chip kennt man ja eigentlich, oder kannte ich auch vorher nur als Computerzeitschrift. Die machen jetzt seit 2 oder 3 Jahren, ich glaube im 2. Jahr, machen die jetzt Auszeichnungen. Und zwar haben die mit so einem Kooperationspartner und die werten halt viele Sachen aus. Ist ja letztendlich alles mit KI, also alles maschinengesteuert. Die gucken halt, wie viele Inserate hast du online, wie viele Inseratsdauer, also von Inserat online bis zum Verkauf, wie viele Bilder hast du, wie viel Text hast du. Die holen also sich alle möglichen Daten von Scout raus. Ich glaube, die sind nur an Scout angeschlossen. Ich glaube, die sind gerade daran, bei eBay oder nicht bei eBay Kleinanzeigen, sondern Kleinanzeigen da reinzugehen und haben halt da die Informationen daraus. Und da sind wir 2021 und 2022 der Top 1 Immobilienmakler im Ruhrgebiet. Wir haben den schnellsten Verkauf, den größten Verkaufsaufwand und den höchsten Preis, weil die können ja aufgrund der Machine Learning können die auch sehen, was ist der Wert dort, also was ist ein Durchschnittswert und zu was haben wir verkauft. Und das ist eine Auszeichnung, auf die ich besonders stolz. Wir machen im Jahr zwischen 180 bis 220 Millionen an Beurkundungssumme. Dieses Jahr, wir sind jetzt gerade Ende Oktober 23, haben wir so, weiß ich nicht, wir werden wahrscheinlich 2020 oder so in der Nähe rauskommen am Ende des Jahres. Endjahresgeschäft fängt gerade an, merkt man es richtig stark. Objekte gehen weg, wir verkaufen bis zum geht nicht mehr. Also es ist bei uns teilweise echt, diese Woche ist Nachladen und Schießen und wenn ich noch 10 Objekte mehr hätte, würde ich die auch noch verkauft kriegen. Also momentan ist echt sehr, sehr, sehr gut. Ist typischerweise Endjahresgeschäft, dafür hat es halt wieder Januar und Februar ist halt dafür genau das Gegenteil. Meistens ist da, wo man viel Aktenlage prüfen kann und vielleicht mal ein paar Sachen machen kann, die man sonst nicht zukommt. Aber wir haben daher mit sehr viel Finanzierung zu tun, sehr vielen Finanzierern. Und es gibt so ein Phänomen, es gibt so ein paar Sachen im Leben, die verstehe ich nicht. Und das ist auch das Thema Finanzierung. Die meisten, vor allem auch Erstkäufer, die sind so bankentreu, bankenaffin, um das jetzt alles so nett auszudrücken, die haben ihren Banker und die fragen dann die Finanzierung an und der kriegt ein Gebot oder ein Angebot, was aus meiner Sicht ja im besten Fall mittelmäßig, wenn nicht sogar noch schlecht ist und der sagt, oh geil, schön, dass du mir so ein Angebot gegeben hast und danke und so und unterschreibt da blind. Ne? Und wir haben halt gedacht, okay, geht auch anders. Es gibt ja Finanzierungsberater, Finanzierer. Ich meine, wenn du jetzt zu deiner Sparkasse gehst, also klar, es ist der erste Weg, was wir so machen, zu deiner Hausbank gehen. Ne? Da, wo du dein Konto führst, da hast du ja eben eine Geschäftsbeziehung. Das heißt, da würdest du fragen, hör mal, wie sieht's aus, macht der Baufinanzierung, wie sieht's aus, kann ich mal einen Termin kriegen oder kann man mal dazu sprechen und dann wirst du das machen. Gar keine Frage. Dann hast du im besten Fall eine Bank gefragt, deine. Aber es gibt ja auch Leute, die haben mehrere Banken, also so Finanzierungsmakler. Das heißt, der gute Marvin, also Marvin Franzen ist der gute Mann, den ich dann diese Folge drehen werde. Er sagt selber, er arbeitet mit 400 Banken zusammen. Man muss mal vorstellen, 400 Banken. Und ich meine, selbst wenn der Marvin jetzt übertreiben würde, dann lass es 300 sein.
Oder lass es 200 sein. Er übertreibt extrem. Also, nein, tut er nicht. Aber selbst wenn er es denn tun würde, wenn das wirklich Marketingzahl wäre und die haben extrem übertrieben, selbst wenn er mit 200 Banken kooperiert, dann hat er mindestens 200 Mal mehr Möglichkeiten als du, wenn du deine Hausbank fragst. Und es ist ja so, es gibt Banken, die mögen gerne Selbstständige, es gibt Banken, die mögen gerne Ärzte, es gibt Banken, die möchten gerne Beamte. Also es ist ja so, viele Banken sind so, also es ist kaum eine Universalbank, also ein Schweizer Taschenmesser gibt es eher selten. Meistens gibt es halt, die Bank möchte den Bereich, die Bank möchte mit viel EK, die macht wenig EK, die möchte mehr Familienhäuser, die macht Gewerbe, die macht nur Wohnungen. Also das weißt du alles. Und wenn du mit Lilien kommst und sagst, pass auf, ich habe das, bam, 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 dann sagt er dir, okay, ich rufe jetzt die Bank an und die drei, das sind die besten, die du unter dem Markt hast. Und was soll ich Hammer bei ihm ist, der spricht ja nicht mit irgendeinem, also er spricht nicht mit dem Mann am Schalter oder am Tisch. Der geht in die Großkundenabteilung, der hat seine Underwriter direkt, mit denen er spricht. Das heißt, der hat einen ganz anderen Einstieg. Und der spricht mit den Leuten auch in der Regel, hör mal, ich habe die Dinge gebracht, ich habe das gebracht, ich habe dies gemacht, jetzt machen wir das mal so, weil er dort regelmäßig was platziert. Und wir haben halt gedacht, so eine Kooperation ist für uns als Immobilienmakler, weil ich meine, wie gesagt, wir haben die Immobilie, die verkaufen wir jemanden, aber der braucht das Geld. Und wenn dieser Käufer oder erstmal Interessent, der ist ja in dem Moment nur Interessent, wenn der einen super Deal kriegt und vielleicht bei den Zinsen nochmal Geld sparen kann, ist das zum einen super für ihn, er kriegt ja das Geld günstiger und er profitiert davon, er hat mehr Leistung, also letztendlich Win-Win-Win-Situation für alle. So einen Experten habe ich eingeladen. Ich hatte gerade schon den Namen gedroppt, Marvin Franzen, ein absoluter Profi. Ich weiß nicht, ich gucke mal, ob ich ihn hier unten verlinken kann oder so, was ich von ihm als Profil finde. Kann ich nur empfehlen, wenn du einen Finanzierer brauchst, wenn du eine Immobilie suchst, wenn du das Thema Geld jetzt zukünftig in Zeit, also schon einen realistischen Zeitraum brauchst, ruf ihn an. Sprich mit ihm. Er sagt dir ganz klar, was geht. Er sagt ja, was nicht geht. Ganz wichtig. Er wird dir auch sagen, wenn dein Deal nicht aufgeht oder wenn du irgendwas hast, wo du noch dran arbeiten musst, wenn es eventuell noch irgendwelche Themen gibt bei dir, wo man vielleicht sagt, ah, das ist noch nicht so gut oder das gibt es irgendwelche Abschläge oder Aufschläge im Zins oder sowas, der wird dir alles ganz klar sagen. Und super ist noch einmal, das kostet dir nichts. Also der wird in der Regel genau wie die bankeninternen Mitarbeiter von der Bank bezahlt. Und daher verstehe ich halt nicht, warum man nicht pauschal mit solchen Finanzierungsmaklern zusammenarbeitet. Weil, wie gesagt, er hat nicht nur eine Bank. Also wenn du zur Sparkasse gehst, was wird dir verkaufen? Eine Baufee von der Sparkasse? Vielleicht nur LBS. Aber das liegt nur daran, weil die zusammengehören. Ne? Dasselbe, ob jetzt eine deutsche Bank ist, eine Commerzbank, wie auch immer. Nimm den Namen, wie du willst. Und die verkaufen dir ein Produkt. Er verkauft dir im besten Fall von 400 Banken ein Produkt. So, das heißt, er weiß ganz genau, was für dich genau in dem Moment matcht. Und ich habe mit ihm auch schon wirklich komplizierte Sachen gemacht, wo mal irgendwie da an der Immobilie was war oder die Finanzierung oder in der Persönlichkeit oder in den Konstellationen, wie der Käuferkreis war, irgendwie kompliziert war. Ich kann dir nur sagen, absolut Experte, und ich habe gedacht, mit diesem Mann muss ich auf jeden Fall zu dem Thema was machen, weil er einfach ein Experte ist. Und dieses Webinar werden wir hier aufzeichnen. Ich gucke mal, dass ich die Tonspur dafür auch hier im Podcast hier rausnehme und hier veröffentlichen kann. Dann hättest du auch als Podcast-Folger oder Follower auch da was von. Ansonsten wirst du es einfach sehen. Ich kann es auch gerne verlinken. Wenn das hier unten schon veröffentlicht ist, dann wirst du es hier unten in den Shownotes finden. Ansonsten, wenn du mich bisher gefunden hast, wirst du auch das finden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Meinen Namen kennst du ja. Und dann kannst du auf jeden Fall das anschauen. Ganz wichtig ist, ich plane gerade mit ihm, wann wir das aufnehmen, aufzeichnen und wie wir zusammenkommen. Das heißt, hast du irgendwelche Themen, die dich beschäftigen, hast du Fragen, die kannst du alle jetzt stellen. Welcher Weg, ist mir eigentlich egal. Also du kannst auch jetzt abgeben, wo du das siehst. Das ist übrigens eine Podcast-Folge, also wenn du den Podcast nur hörst, nehme ich gerade auf für YouTube. Also das heißt, eventuell siehst du es bei YouTube. Dann schreibst du die Kommentare unter dem Video rein.
Wenn du einen Podcast hörst, ich glaube, da kann man nicht kommentieren, aber du findest mich in Social Media, bei Facebook findest du mich, bei Instagram findest du mich, bei TikTok findest du mich, bei Sing, LinkedIn, ich weiß gar nicht, also du wirst mich finden. Und selbst wenn du über meine Webseite gehst und Kontaktformular benutzt oder mich anrufst oder anschreibst, ich weiß nicht, woher du mich kennst oder ob du welche Kontaktdaten von mir hast, wenn du mir auf einem der Kanäle, die du findest, die Fragen, die du hast, stellst, werde ich dir gerne an den Marvin stellen. Und er wird dir garantiert zu 100% und zu deiner Zufriedenheit beantworten. Und noch eine Bitte habe ich. Ich habe oft das mit diesen Fragen und mit diesen Aufrufen dabei. Bitte sei so spezifisch wie möglich. Also stell deine Frage konkret. Ich habe oft so, dass einer fragt, ja, wie finanziere ich das? Aber ohne Kontext. Also da kann man, also du musst ja einfach die Situation umdrehen. Versetz dich in die Situation jetzt von dem Marvin und überleg einfach mal, dass die Frage gestellt kriegst, ohne dass du Kontext hast. Der kennt dich nicht, der kennt die Immobilie nicht, der kennt dein Deal nicht, der kennt deine Politik nicht, der kennt nichts von dir erstmal. Und dann soll er darauf antworten. Das heißt, stell deine Frage so spezifisch wie möglich, damit er möglichst viel damit anfangen kann. Oder vielleicht anders gesagt, je genauer du die Frage gleich stellst, umso genauer wird die Antwort sein. Das ist vielleicht der Punkt, mit dem das ziemlich klar wird. Hast du eine Frage, die wirklich konkret ist und genau auf den Punkt kommt, die deine Situation genau beschreibt und am besten noch dann dahinter eine exakte Frage stellst, dann kann ich dir garantieren, wirst du eine richtig saubere, klare Antwort darauf kriegen. Wirst du eine allgemeine Frage kriegen, kriegst du eine allgemeine Antwort. Stellst du eine spezifische Frage, kriegst du spezifische Antwort. Weil das ist immer so ein Thema, das habe ich so oft. Ich habe auch letzte Tage auch schon bei Insta in den Stories, ich weiß, ob du es gesehen hast, auch schon mal gefragt, habe ich ja schon announced, habe ich gesagt, pass auf, Finanzierungsexperte kommt bald, welche Themen interessieren dich? Da kommen wir ja gleich drauf ein. Hier steht mein Notebook, ich glaube, das siehst du gerade nicht. Habe ich aufgeschrieben, die Punkte. Und da kommen halt auch wirklich, also es kommen so allgemeine Fragen. Deswegen, ja, ganz wichtig, stell die Frage konkret, kommt die Antwort konkret. So, Webinar wirst du finden, wenn du eine Frage stellst, wird die beantwortet, verspreche ich dir. Die Fragen, die in meiner Umfrage bei Insta gestellt wurden, möchte ich mal kurz darauf eingehen. Die Hauptfrage oder viele fragen mich, auch im normalen Tagesgeschäft, also auch beim Verkauf oder bei Gespräch mit Eigentümern, ist, die meisten fragen sich, wo steht der Zins nächstes Jahr? Jetzt weiß ich, ich habe jetzt ja in 21 hatte ich meine Weisheit ja schon gehabt. Ich wusste ja, dass der Zins steigt. Ja, aber nochmal, ich habe keine Glaskugel. Und ich kann natürlich jetzt, was ich auch immer sage, ist einfach nur meine persönliche Einschätzung, mein Glaube oder meine Annehmer oder Annahmen. Ob es so kommt, weiß ich nicht. Ich kann nur Folgendes sagen. Wir haben jetzt einen Zinsanstieg gehabt, der war extrem schnell. Also der Zins, wo der jetzt ist, ist immer noch historisch gesehen niedrig. Also vielleicht müssen wir dann mal kurz darauf eingehen. Ich habe einen sehr, sehr guten Makler, ja, ich würde fast sagen Freund, mittlerweile in Rente ist der. Ich glaube, der müsste um die Mitte 70 sein. Und der hat zu mir gesagt, pass auf, weißt du, wo ich die geilsten Geschäfte gemacht habe, als der Zins noch zweistellig war? So bei 10, 11, 12% habe ich die geilsten Deals geschlossen. Ne? Kenne ich gar nicht. Also ich habe meine erste Immobilie finanziert mit 5,88. Das war damals der beste Zins, den ich kriegen konnte. Deswegen, ich kenne also auch die Zeit noch mit 4, 5, 6%. 10, also zweistellig habe ich, nein, kenne ich nicht. Aber historisch gesehen sind wir immer noch in einem sehr, sehr niedrigen Bereich. Das muss man sich ganz klar mal vor Augen führen. Und das Einzige, was an der Situation jetzt ganz, ganz neu war, ist halt, also abgesehen davon, wo du eingestiegen bist, wenn du natürlich eingestiegen bist bei dem Markt und du kanntest die Nummer 2, 1, 0, also wo der gerade runterging, klar kennst du es nicht. Natürlich, woher sollst du es erkennen? Wenn das dein Start war, kannst du es nicht anders kennen. Gar keine Frage, verstehe ich. Historisch gesehen sind wir noch niedrig. Das, was ich nur total heftig fand, ist, wir haben jetzt gebraucht von, ich sag mal, 5, 6 um den Dreh bis auf 1 oder 0, x,
haben wir gebraucht, ich glaube, 4 oder 5 Jahre. Aber der Weg zurück, also das Ganze vice versa, von diesem 0,x oder 1 auf die 4, 6 Monate, 7 Monate, 8 Monate. Also das fand ich nur so heftig. Also das der Kursfall so wirklich so ganz, 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 ganz langsam, 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 aber hoch, also richtig hochgeschossen. Ne? Das fand ich halt mega heftig dabei. So, Ableitung daraus, wie der nächstes Jahr der Zins oder wie der Finanzmarkt sich weiterentwickelt. Letztendlich für mich die entscheidende Größe ist immer noch die Fed. Die Fed gibt zumindest für den europäischen Zinsraum, also für die EZB, aus meiner Sicht folgen die, ich will nicht sagen 100%, aber zu 90+x% folgt die EZB der Fed. Das heißt, für mich ist entscheidend, was die Fed macht. Das passiert auch in Europa ziemlich, ziemlich wahrscheinlich. Und ich glaube, die letzten, ich weiß gar nicht, ich will jetzt nicht eine falsche Zahl sagen, aber ich sag mal, gefühlt die letzten 10 Zinsanpassungen waren 1:1 von der Fed übernommen. Lass auch nur 5 sein, lass 6 sein. Also wenn ich jetzt nicht wirklich 10 waren, sondern nur 8. Aber auch das spricht für sich. Für mich heißt also nach wie vor, die Fed ist das Ultimum, was den Zins vorgibt. So, das heißt, wir müssen uns nur in dem Fall, weil jetzt haben wir ermittelt, wer das Sagen hat im Zinsmarkt, wir müssen uns also an den dranhängen. Die Fed hat ganz klar gesagt, letzte Erhöhung war jetzt vor kurzem, ich glaube 20. August, lass mich lügen, also Ende August, da haben die gesagt, die passt jetzt nochmal kurz an, 0,25 und danach ist Ende erstmal für dieses Jahr. Und nächstes Jahr der Ausblick sehen die wahrscheinlich keine Erhöhung. So, das heißt, aus meiner Sicht ist momentan die Luft ziemlich weit raus. Natürlich, man weiß, was passiert. Ukraine-Krieg hat ja auch keiner vorher gesehen. Ne? Also es kann schnell ein Konflikt entstehen, es kann schnell irgendwas entstehen, was politisch oder wie auch immer sich ergibt. Und kann natürlich auch sofort Auswirkungen auf den Zinsmarkt haben. Ne? Gar keine Frage. Da bin ich nicht drin. Aber ich kann nur danach gehen, dass die Weltbank, also Fed ist für mich die Weltbank, und danach richten sich die anderen Banken, wenn die sagt, die Luft ist erstmal raus, wir werden erstmal voraussichtlich keine Erhöhung mehr durchziehen, dann hast du aus meiner Sicht den Trend. Das heißt, um mich jetzt ganz klar auszudrücken, ich gehe davon aus, der Zins bleibt unter 5 und hat die Option, nächstes Jahr nochmal ein bisschen runterzugehen, weil wir haben nach vor noch Inflationsrate, ist ziemlich hoch, gibt dadurch, also eine Bank oder eine Zentralbank bekämpft meines Erachtens Inflation mit einem, mit Zins. Der hat keinen anderen Hebel. Das heißt, die Inflation ist ziemlich hoch noch dabei. Auf der anderen Seite, die Wirtschaft ist, ja, ich glaube, im Minusbereich. Ich glaube, letztes habe ich, gesehen, minus 0,25. Das heißt, die Wirtschaft schrumpft. Daher muss der billiges Geld auf den Markt. So, und das ist letztendlich mal der Hebel, den der Bank immer halt hat. Aus meiner Sicht. Also klar, wenn jetzt ein Banker fragt, Finanzmathematik und so weiter, die sagen, oh, das ist eine voll komplexe Sache und da müssen wir irgendwie, weiß nicht, irgendeine Formel über 30 Seiten bearbeiten und so weiter. Ja, bestimmt, ist auch bestimmt so. Ne? Meine einfache Sicht. Daher gehe ich davon aus, meine persönliche Tendenz, und ich werde diese Folge nächstes Jahr nochmal reviewen, genau wie ich es jetzt auch mit der Folge davor gemacht habe, der Finanzierung, und dann werde ich mal gucken und einfach mal sehen, ob ich da auch richtig lag. Und falls ja, werde ich anfangen, irgendwie Lotto zu spielen oder sowas oder irgendwie irgendwas zu wetten, weil dann sollte ich auf jeden Fall meine Branche wechseln. Aber ich sage, aus meiner Sicht heraus, 5% ist Ende. Da wird es nicht mehr. Eher drunter. Aktuell ist der Zins jetzt bei uns, also wie gesagt, wir sind als Immobilienmakler, betreuen halt viele Verkäufe. Wir beurkunden, ich habe jetzt letzte Woche beurkundet 4,2, 4,5, 4,4, 4,3. Also wir haben so eine mittlere 4, haben wir aktuell hier bei uns auf dem Markt. Das ist so momentan, was sich so durchsetzt. Deswegen also ich sage, oder ich lege mich so fest, meiner Meinung nach 5% ist momentan so die Hürde nach oben hin, ab da ist gedeckelt, wird nicht mehr. Und wenn wir Glück haben, geht es ein bisschen runter, vielleicht noch eine hohe 3 oder niedrige 4. Das wird so aus meiner Sicht so meine Voraussage für das nächste Zinsjahr sein. Ob es so ist, werden wir in einem Jahr, in der nächsten Folge oder in einer der Folgen dann halt
mal gegenchecken. Ja, damit mache ich mir echt den Spaß draus, ob ich da auch richtig lag. Zweite Frage, die immer wieder gestellt wird, oder das sind eigentlich zwei Fragen, die immer gestellt werden. Jetzt kaufen? Fragezeichen. Also ne, klar, was damit gemeint ist, ist klar. Soll ich jetzt bei diesem hohen Zins noch kaufen oder lohnt sich das überhaupt noch? So, und da, für mich die Sache so einfach. Rechnet sich dieser Deal? Ja, dann kauf's, mach's. Also, worauf wartest du dann? Wenn sich ein Deal rechnet, hast du den zu machen. Dann machst du den, Punkt. Zweite Möglichkeit, erfüllt dein, oder dieser Deal, oder dieser mögliche Deal, erfüllt er deine Erwartungen oder deine Ziele? Also, was meine ich damit? Es gibt zum Beispiel, ich habe letztens mit einem Kunden gesprochen, der hat so einen kleinen Straßenzug gekauft oder hat halt kaufen wollen. Der hat da so, das sind glaube ich vier oder fünf Häuser nebeneinander. Eins ist Doppelhaus. Genau, fünf Häuser in der Reihe, also in a row, wie so in Amerika sagt. Und der hat jetzt die zwei Äußeren gehören ihm schon. Das erste auf Ecke gehört ihm und jetzt fehlt noch halt die Lücke. Jetzt ist natürlich klar, wenn er die beiden in der Mitte fragt und sagt, hör mal, wie sieht's aus, ich möchte die kaufen, dann wird er einen anderen Preis zahlen, als wenn die auf den Markt geschmissen werden, weil die vielleicht verkaufen müssen, weil die vielleicht die steigenden Zinsen nicht tragen können. Damit meine ich also, wenn du ein Ziel hast und du sagst, ich möchte hier die ganzen Straßenzug haben, weil ich dann die fünf Häuser abpreise, das ist ein riesen Areal dahinter, ich kann hier Neubebauung machen, oder was halt dein persönliches Ziel in dem Fall ist, also das ist jetzt so das Beispiel, was ich jetzt gerade dazu genannt hatte, sorry, dann ist es natürlich klar, also hast du ein Ziel und erfüllt ist es das Ziel, dann mach es. Hast du einen Deal, der sich für dich rechnet, dann mach es. Und das ist doch völlig egal, ob der Zins dabei 1% ist, 10% ist, 5% ist, 8% ist, 4% ist. Wenn sich ein Deal rechnet, rechnet er sich. Wenn du deinen Straßenzug damit gekauft kriegst und daraus ein neues Projekt realisieren kannst, ich habe das Projekt, geht auf 90 Einheiten hoch, momentan ist Förder KfW ein riesen krasses Ding, Förderprogramm dazu. Die haben, wenn sie das realisiert kriegen würden, haben sie das Problem, dass sie fast die Baukosten durch Fördermittel schon finanziert kriegen. Aber das ist jetzt aber ein anderes Thema. Aber sehr, sehr spannend. Gibt es momentan KfW nur in NRW? Also auch mal wir in NRW, sonst Bayern war immer so weit vorne und Baden-Württemberg hat immer so riesen Förderprogramme gehabt. Jetzt ist mal NRW mal vorne und da kommt ein richtig geiles Ding, ist das. Ja, aber deswegen will er natürlich einen Preis bezahlen. Ne? Der wird nicht den Marktpreis bezahlen, wird den Marktpreis plus X bezahlen. So, aber lohnt es sich das? Ja klar, weil er kriegt damit einen anderen Deal. So, daher für mich ganz klar, und das ist egal, wo der Zins steht, wenn du deinen Deal durchrechnen kannst, und wenn du nicht schön rechnest, also ich verstehe das, wenn man auf den Deal richtig scharf ist und so weiter, dann denkt man, ach komm, das wird schon gehen. Und wenn du den wirklich neutral, realistisch durchrechnest und er geht auf, dann ist ein No-Brainer, oder? Also dann musst du doch nicht nachdenken. Dann gehst du zu Marvin oder zum guten Finanzierungsberater und sagst, pass auf Marvin, rechne das Ding durch, guck mal, dass du eine gute Bank dafür kriegst und dann go for it. Fertig. Also No-Brainer, einfach. Und dieselbe Frage nochmal andersrum kriege ich auch andauernd gestellt. Soll ich jetzt verkaufen? Oder wann soll ich verkaufen? Die Frage ist halt, vor allem auch, wo ich die jetzt auch gestellt kriege, aber in der Vergangenheit habe ich mal gesagt, am besten gestern. Zinsen steigen. Was bedeutet, wenn der Zins steigt? Gib Druck auf den Kaufpreis. Das willst du als Verkäufer nicht. Als Verkäufer möchte ich ja möglichst einen hohen Verkaufspreis erzielen. Vielleicht haben wir noch zwei, drei andere Themen, also gar keine Frage. Ne? Preis ist nicht alles. Aber sehr wichtig. Und wenn ich weiß, dass das Geld teurer wird, dann weiß ich, okay, damit haben die Leute weniger Budget für den Kaufpreis, weil die mehr an die Bank abzahlen müssen. Daher so schnell wie möglich. Daher, aus meiner Sicht, ich meine, ich habe ja gerade vor 3-4 Minuten ja meine Prognose, meine persönliche Tendenz, meine persönliche Prognose, ist ja, dass wir unter 5% bleiben und dass jetzt auch die Luft ziemlich weit raus ist. Aber was ist, wenn jetzt nochmal in der Ukraine das Ganze noch durchdreht? Oder wenn jetzt, weiß ich nicht, ein anderer Konflikt irgendwie auf einmal ausbricht? Politik ist oder Weltpolitik ist ja so ein komplexes Thema. Weiß ich nicht. Kann passieren. Ne? Dann gehen wieder Zins hoch, Preise noch weiter runter. Anders gesagt, verkaufen,
Ich sehe keinen großen Grund zum Warten. Ich sehe nicht, dass der Zins runtergeht. Also für mich wäre jetzt der Grund zu warten, wenn ich sehen würde, dass der Zins sich halbiert, ne, von 4 auf 2 geht. Dann würde ich sagen, okay, dann kriegst du 2%, wird das Geld günstiger, die 2% kriegst du wahrscheinlich im Kaufpreis wieder zurück. Aber momentan haben wir einen anderen Markt. Momentan haben wir den Markt, dass wir ja hoffen, dass wir jetzt einen Deckel oben drauf haben und dieser gläserne Deckel nicht nochmal durchbrochen wird. Daher, aus meiner Sicht, Thema Verkaufen, ich wüsste nicht, warum man sich beim Verkauf jetzt momentan zurückhalten sollte, weil dafür muss man doch spekulieren, dass der Zins fällt, deutlich fällt. Also ich rede jetzt von 0,1, 0,5. 1, 2% fällt. Und die sehe ich nicht. Also die Fantasie habe ich einfach nicht. Glaube ich nicht dran. Daher, also gesagt, auch die Frage kann ich, aber sage ich schon gesagt, seit der Zins von der 0,x wieder nach oben geht, sage ich jedem, mach's heute, nicht morgen, nicht übermorgen. Die Rahmenbedingungen werden eher schlechter als besser. Und daher kann ich nur empfehlen, heute, sofort, jetzt. Okay, dann habe ich noch zwei Fragen, die kriege ich auch ständig gestellt. Also, das ist das Thema 100, 110, 120% Finanzierungen. Ja, worum geht es dabei? Ich habe einen Kaufpreis, auf den Kaufpreis kommen Nebenkosten drauf. Grunderwerb, Notar, Grundbuchamt und was auch immer. In der Regel 10-11% hast du an Nebenkosten, Makler eventuell noch dabei, Immobilienmakler kommt noch eventuell drauf. Deswegen sagt man in der Regel 110% Finanzierung hast du so fast, je nachdem, ob du mit oder ohne Makler gekauft hast und auch welche Quotage. Auch da gibt es ja wieder verschiedene Regionen, die haben verschiedene Quotagesätze. 10, 11, 12, 13% sind die Nebenkosten vom Kauf und natürlich möchte man die auch gerne vielleicht auch mit in die Finanzierung reinpacken. Deswegen gibt es also oft die Frage, macht man eine Vollfinanzierung, also 100%, 110 inklusive Nebenkosten, 120 inklusive Nebenkosten und vielleicht noch eine neue Einbauküche oder was anderes noch mit dabei und so weiter. Und ich werde immer gefragt dann, geht das heute noch, bei dem jetzigen Zinsniveau, bei dem jetzigen Markt, wo geht das noch? Und aus meiner Sicht, also zum einen, es ging schon immer und auch heute. Allerdings nicht jede Bank. Nicht jede Bonität, nicht jede Immobilie. Und da bin ich wieder bei, es schließt wieder der Kreis, deswegen solltest du mit Experten dafür sprechen, der mehrere Banken kennt und dir genau sagen kann, wo das vielleicht geht oder wo das vielleicht nicht geht oder ob es geht oder nicht geht. Grundsätzlich, es ging schon immer, es geht auch heute. Es wird auch morgen gehen. Punkt. Rahmen muss passen. Das ist natürlich kein Erstkauf, also sehr wahrscheinlich nicht. Unwahrscheinlich, sagen wir es mal so. Bonität muss natürlich gut sein, sehr gut oder sehr, sehr gut vielleicht, je nach welcher Bank. Deal muss der Bank gefallen. Also auch da hat man gerade, oder hatte ich gerade schon gesagt, es gibt Banken, die mögen gerne Eigentumswohnung. Es gibt Banken, die möchten gerne mehr Familienhäuser ohne Gewerbe. Es gibt Banken, die möchten gerne mehr Familienhäuser mit einem Kleingewerbeanteil. Also es muss halt genau da reinpassen, was die Bank sich wünscht. Dann ist sie bereiter oder macht es lieber oder einfacher oder auch günstiger mit weniger Zinsaufschlag, weil ich meine, letztendlich muss das ja auch erkaufen. Also das ist nur die Kehrseite der Medaille. Da komme ich auch gleich zu. Das kurz den Gedanken zu Ende führen. Da heißt auch für dich wichtiger zu wissen, welche Bank würden überhaupt damit spielen? Also gibt es überhaupt Banken, die das können? Und wenn ja, welche wäre das? Und wenn du jetzt zu deiner Sparkasse gehst oder zu einer Deutschen oder Commerzbank oder Postbank oder welche, ich kann jetzt nicht alle Banken nennen, aber du weißt, was ich meine. Also ich will jetzt keine Bank jetzt da explizit nennen, aber auch keine vergessen, aber du gehst zu einer Hausbank und du sagst, nee, machen wir nicht, weil wir machen pauschal bis 80%. Ja, aber vielleicht liegt es ja an der Bonität. Vielleicht liegt es daran, weil du in der falschen Branche arbeitest oder weil du selbstständig bist oder weil du Freiberufler bist oder weil du irgendwas anderes hast, was die Bank halt nicht präferiert oder weil die Immobilie, vielleicht ist das für die Mehrfamilienhaus, wollen die gerade nicht pushen, die wollen gerade vielleicht Gewerbeimmobilien pushen, die mögen gerade Logistikzentren, so, hast du aber nicht.
wenn du jetzt jemanden hättest, der den Markt kennt, der nichts anderes macht, als sich mit den Banken zu beschäftigen und sich damit zu beschäftigen, welche Bank möchte momentan was finanzieren und zu welchen Rahmenbedingungen. Dann könnte die sagen, pass auf, wir gehen zu der Bank X, Y, Z und da kriegst du den und den Deal und die Rahmenbedingungen sehen so aus und so weiter. Ich kann es dir auch nur sagen, also auch da vielleicht mal Hinweis. Ich kriege dafür nichts, also nicht, dass du jetzt denkst, ich bin jetzt hier, weiß ich nicht, ich mache jetzt die Werbung für jemanden und so weiter. Das ist meine persönliche Meinung, die ich dir als eigener Investor, Kapitalanleger und als Geschäftsführer eines Immobilienmaklerbüros, mit dem wir halt regelmäßig einige Deals drehen und verkaufen, empfehlen kann. Punkt. Ganz einfach. Und ob du jetzt den Marvin anrufst oder jemand anders, es steht dir frei. Es steht auch komplett auch frei, meinen Tipp überhaupt anzunehmen. Du kannst ja auch sagen, hör mal, nee, ich habe jetzt meinen Bankberater, der Herr Müller, den kenne ich schon seit 20 Jahren und ja, mit dem bin ich mal gut gefahren und der kennt alles von mir und dem vertraue ich und zu mir. Auch fein, alles gut. Also, alles gut. Ist deine Entscheidung. Jeder ist ein freier Mann oder freier Mensch, kann ja machen, wie er es für richtig hält. Ich gebe ja nur meine persönliche Meinung wieder. Nicht mehr, nicht weniger. Der zweite Gedanke von gerade, nochmal kurz aufgegriffen. Natürlich erkaufst du dir diesen Deal. Also wenn du sagst, ich möchte 110 finanzieren, 120, ist wieder am Zins aufgeschlagen. Ne? Also das heißt, du erkaufst dir das. Muss dir klar sein. Letzte Frage, die ich immer gestellt kriege, aber das ist eine spezielle Frage. Rollierendes Eigenkapital. Das ist ein Ding, super cool, super spannend, habe ich auch schon mehrfach gemacht, habe ich also, es ist cool, ist aber, ich aber ein Thema für sich. Ich glaube, wir machen mal das in eine Folge, weil ich jetzt gerade, wir haben jetzt schon 40 Minuten sind wir rund, es ist ein bisschen länger geworden, als ich gedacht habe. Deswegen glaube ich, gehen wir mal auf das Thema rollierendes Eigenkapital, lassen wir mal stehen. Ich mache dazu mal eine extra Folge und ich werde auch mit dem Marvin mal zu sprechen. Ich werde Ihnen mal das erklären, das aus der Sicht eines Finanzierers, wie er das Ganze sieht, bewertet. Und ich werde das einmal aus meiner Sicht mal erklären, also aus meiner Sicht eines Käufers, Verkäufers oder Investors, welche Vor- und welche Nachteile, welche Risiken du dabei hast. Ist eine, aus meiner Sicht eine richtig geile Geschichte. Ist aber nicht dein Erstdeal. Also das machst du nicht beim Erstkauf. Das habe ich, glaube ich, erste rollierende Kauf habe ich, glaube ich, bei der 30. Bilde oder was gehabt. Also auf jeden Fall, da bist du schon lange in der Gewerbeabteilung drin, du bist schon lange gewerblich da unterwegs, du bist bei der Bank schon bekannt, du hast da auf jeden Fall mindestens zweistellige Immobilien, ich weiß nicht, wie viel Finanzierungsvolumen du haben musst und so weiter. Also das ist kein Erstkauf. Also da müssen uns ganz klar sein, das ist nicht dein erster Deal. Aber wenn du das einmal drin hast und wenn du dann deine Banken zu hast, die das machen, dann macht das Spaß. Da hast du Spaß dran. Das wird richtig geil. Und deswegen mache ich dazu eine extra Folge. Sei gespannt. Sei gespannt. Ich denke, wir werden an dieser Stelle erstmal enden. Also, kurzes Shoutout. Hast du Fragen zur Finanzierung? Schreib es mir in die Kommentare. Schreib es mir per welchen Weg auch immer willst. Alle Fragen, die nur einmal gestellt werden, also klar, wenn jetzt achtmal dieselbe Frage gestellt wird, werde ich nicht mal achtmal die Frage stellen, werde ich mit dem Marvin besprechen. Je spezifischer du eine Frage stellst, umso genauer wird die Antwort sein. Das heißt, du kriegst hier ein kostenloses Consulting von einem richtigen Experten, der sich dafür Zeit nimmt. Nutze die Chance. Ich kann es dir empfehlen, stell deine Frage, ich gebe die gerne weiter und ich bespreche mit dem Marvin. Und wir werden da ganz klar drauf eingehen und dir das auch vollumfänglich beantworten. Meine zweite Bitte wäre, wenn es dir gefallen hat, teile es mit jemandem, dem das vielleicht auch gefallen könnte, der vielleicht das Thema Finanzierung braucht, der vielleicht auch Spaß daran hätte, eine Frage zu stellen, vielleicht Informationsbedarf hat, vielleicht auch aus dem Webinar sehen möchte. Also Webinar werde ich ja mit dem Marvin ja noch aufnehmen. Auch das kannst du gerne teilen. Du wirst wahrscheinlich jemanden kennen, der auch finanzieren muss. Ja, ansonsten, ich danke dir erstmal fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Alles Gute, bis dann.